Hallo, hier ist Christoph für Gadgets.de und das ist ein Hands-On mit dem neuen ZTE Core Memo. Den ersten Smartphone mit einem Qualcomm Snapdragon 800 Prozessor. Ob es auch das erste ist, das in Deutschland oder zumindest bei uns auf den Markt kommt, werden wir es sehen. Aber dennoch ein sehr interessantes Gerät. Schauen wir uns das mal genauer an. Wir haben hier unter anderem ein 5,7 Zoll HD Display. Leider keine Full-HD-Auflösung, aber sieht trotzdem eigentlich ganz gut aus. Auch von den Farben und von der Helligkeit und von den Betrachtungswinkeln macht es hier einen ganz guten Eindruck, sagen wir mal. Von der Performance, die Oberfläche läuft ganz flüssig, aber das dürfte jetzt nicht unbedingt das Problem sein. Wir werden auch versuchen, hier ein paar Benchmarks zu machen. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein relativ dünnes Gehäuse. Hier sehen wir auch einen Micro-SD-Slot, einen SIM-Slot. Auf der Rückseite eine 13-Megapixel-Kamera mit LED-Blitz, eine Lautsprecher und hier auf der Vorderseite nur diese touch-sensitiven Tasten, natürlich das 5,7 Zoll Display, eine Front-Facing-Kamera und ja, das war's auch schon. Der Akku ist 3200 mAh groß. Das Gerät unterstützt unter anderem auch oder sollte auch LTE unterstützen und daher sicherlich auch ein interessantes Gerät, vor allem im Vergleich zum Samsung Galaxy Note haben wir hier vielleicht nochmal ein größeres Display oder auch zum Huawei S&T Mate, das dann dafür ein Stückchen kleiner ist. Was ZTE hier integrieren hätte können, wäre der Digitizer, damit man das Ganze auch mit Stylus bedienen könnte, was sicherlich ein großer Vorteil wäre. Aber macht trotzdem mal so einen guten ersten Eindruck, wirkt zwar die Rückseite etwas billig, aber das ist ein Qualcomm Snapdragon 800 Prozessor und damit sicher ein richtig schnelles Smartphone oder auch Smartphone. Ich bin Christoph für Gadgets.de. Ich sage danke fürs Zusehen. Wir sehen uns. Ich kauf lieber online. Gadgets.de, einer für alles.